ein Plakat von Ihrer Tournee gesehen hier an der Litfaßsäule. Ja. Und da steht nicht drauf, wo Sie spielen. Kann das sein? Wo ist eigentlich egal. Hauptsache das. Steht nicht drauf? Nee, ich glaube, oder ich habe nicht gesehen. Dann ist es vielleicht in der Nähe der Litfaßsäule. Das ist was. Oder ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, es steht nicht drauf. Ich sehe das. Hm? Ja, was denn? Ich habe nichts gesagt. Na, ach so. Nee. Dieses Programm, ja? Plauze voll. Kunst, Kultur, Kabarett, Sozialkritik, Musik, politisches Statement, Pantomime. Was kann man sich darunter vorstellen, vor diesem Abend? Ja, auch all das. Vor der Pause? Schon. Ich würde bereits schon... Entschuldigung, ich habe einen kleinen Husten eingefangen. Ich bin im Moment am Staubwischen zu Hause. Am Staubwischen zu Hause? Ja. Es sind viele Sachen, die ich lange nicht irgendwie gewischt habe. Und ich habe im Moment eine kleine Staubfischphase. Im Trautenheim? Im Trautenheim. Eigenheim? Eigenheim. Schuldenfrei? Schuldenfrei. Cash bezahlt? Cash bezahlt. Kleiner Witz natürlich mit Scheck. Was war das? Ich wollte nur mit die Haare, die... Ach so, die Haare liegen glänzend. Plauze voll, dieses Programm, ja? Mit Band oder solistisch nur am Flügel? Entschuldigung. Ich spiele Flügel und habe auch eine kleine Band dabei, die ab und zu in Erscheinung tritt. Das sind zwei Personen. Das ist gewissermaßen drei. Ist auch ein Teekoch dabei. Ich habe immer einen Teekoch dabei, weil ich immer sehr viel Tee trinke. Ich bin, während ich bin Teeist. Bestimmter Tee, den Sie dann bevorzugen? Ja, Pfefferminztee. Ganz einfach. Frisch gebrüht oder mit dem Beutel? Mit dem Beutel frisch gebrüht. Und heißes Wasser gekocht, aus dem Beutel draufgegossen oder schnell noch in der Garderobe aus dem Wasserhahn heißes Wasser draufgelassen? Heißes Wasser draufgelassen. Nein, kaltes Wasser wird gekocht, ja. 3 Minuten, dann kommt der Schnuller rein und dann kann man nachher auch das so verzehren. Wie, den Teebeutel verzehren? Noch auskauen? Welchen Teebeutel? Kein Teebeutel? Es gibt schon junge Talente, die über eine sehr starke Rückhand verfügen. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Entschuldigung, ich bin im Moment nicht so kommod. Ja, ja. Aber wenn du willst, wir können auch gerne Ich darf du sagen. Gerne. Wie alt bist du? Ich meine, du bist der Ältere, nein, nur ein paar Tage. Weiß nicht, ich bin 1955 geboren. Ah, doch 2 Jahre älter. Ja? Ja. Dann bist du geboren... Na? Später. Das war mal ein Schlager. Das war mal ein Schlagertitel. So war ein Schlagertitel. Später, später, wann ist das, hab ich ihn gefragt. Doch er hat nur gelacht und hat später gesagt, ich fange nie mehr was an einem Sonntag an. Genau. Weil ein Sonntag mir meinen Tommy nahm. Ja. Wer war das, Elfi Graf? Nee. Wer ist denn Elfi? Ach, Elfi Graf. Elfi Graf hatte den berühmten Titel, ne? Herzen haben keine Fenster. Boy Gobert. Aber das ist nicht dein Lieblingsschauspieler. Nein, mein Lieblingsschauspieler ist eindeutig... Ich weiß es. Hans Fahrenhorst. Nein, ein Helmut Griem. Helmut Griem, ja, ja, richtig, Helmut Griem. Kommissar Fink. Schwarzkopf, ja, Klaus Schwarzkopf. Richtig, 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 richtig. Natürlich, wir können fachsimpeln, bitteschön, bitteschön. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Ja, wenn du willst. Du hast ja heute kein Instrument dabei, warum nicht? Wie gesagt, ich bin im Moment in einer Staubwischphase. Wollen wir ein bisschen Musik machen? Ja, ich war einen Moment eingeschlafen. Dann gehen wir am besten rüber. Ja. Du kennst den Weg.
Du kennst den Weg. Ich kenne den Weg. Hier ist der Weg. Da ist die Band. Das ist Helmut, das ist die Band. Hallo Helge Band, Schneider. Hallo Helmut. Darf Helge ein bisschen auf deiner Orgel spielen? Ja, natürlich, klar. Wer hat sonst normalerweise nicht? Muss aber nicht. Ich kann auch tanzen, du singst. Ja? Ja, ist kein Problem. Ja, möchtest du ein bisschen tanzen? Ja, oder ich kann auch hier mitsingen oder hier so stehen. Ich muss kein Instrument spielen. Was wollen wir spielen? Ich kann auch dirigieren. Dann dirigiere vielleicht. Oder was? Orgel spielen. Ja, oder du spielst was auf der Orgel. Oder ja, ich komme. Ich spiele Orgel. Du kannst doch was singen. Kennt sich ja auch. Ich kenne mich aus. Jetzt kenne mich aus. Und das Lautstärke. Ja. So. Was wollen wir spielen? Ein Lied? Im Frühtau zu Berge. Da wäre nicht schlecht. Okay. In B-Dur. 1, 2, 3, 4. Und? Im Früh. Kannst du. Wie fange ich da an? Ja. Im 1, 2, 3, 4. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallara. Es glühen die Täler, wir führen Fallara. Wir sind hinausgegangen, Bisschen tief. Was ist das für eine Tonart? Das ist S. S, das ist besser. Ja. 1, 2, 1, 2, 3. Im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallara. Es grünen die Täler, die Höhen Fallara. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Doch ruhig im Tale die Hähne kennen. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Doch ruhig im Tale die Hähne kennen. Morgen Abend Gast Uli Wickert. Das war Nachrichtensprecher, ne? Ja, toll, Tagesthemenmoderator. Helge, schön, dass du hier warst. Spiel noch ein bisschen. Und die Sendung geht jetzt langsam zu Ende. Ah, Vorsicht. Hast du eine gewischt gekriegt? Weiß nicht, mein Herz. Ja. Spielt er noch ein bisschen so leise. So ja, einfach unter Nachspann. Zusammen. Bis morgen Abend mit Ulrich Wickert. Helge Schneider, Helmut Zerlett und Ben. Seien wir mal gespannt, was jetzt kommt. 3, 2, 1.